Ende März 2019. Unsere Fahrt zu den Meteora-Klöstern in Griechenland beginnt. Adi und Manfred wünschen uns Glück auf unserer langen Fahrt. Unsere erste Übernachtung nach langem Arbeitstag nehmen wir im Altmühltal im Hotel Krone. Das erste Pickerl nehmen wir am Irschenberg auf für Österreich. Nicht zu verachten die Wallfahrtskirche Wilpating am Irschenberg. Wir passieren die Grenze nach Slowenien und nehmen unser nächstes Pickerl auf. Nach Durchfahrt des Karavankentunnels ist Bled am See in Slowenien absolutes Muss. Nach gutem Frühstück in der Villa Aida umrunden wir den Bleder See mit schönem Ausblick auf die Karawanke. Von Bled am See nehmen wir den direkten Weg nach Rijeka und treffen dort auf das Meer. Von Rijeka fahren wir die Jadranska Magistrala. Die Magistrale wird uns begleiten über Bosnien-Herzegowina bis nach Montenegro. Am späten Mittag kommen wir in Sinn an. Uns überzeugt der schöne Hafen mit alten Rustikos und wir machen erstmal Pause. Sinn hat uns so schnell nicht losgelassen. Der alte Hafen mit seinen Rustikos, der Sonnenuntergang, wir blieben und haben uns eine Wohnung dort genommen. Die Bora, ein kalter Fallwind aus dem Biokovo, treibt uns ins Gebirge. Erst in Kalobag kommen wir wieder auf die Magistrale.
Wir erreichen Sada, umrunden die Stadtmauer und gewinnen Einblick durch ein altes Stadttor. Besuchen auf einem kurzen Trip die Altstadt. Der Tag neigt sich. Und wir finden Unterkunft im Hotel Panorama mit Aussicht auf die Brücke über die Krika. Wir überqueren die blaue Brücke über die Krika und werfen einen Blick zurück. Wir genießen die Fahrt auf der Magistrale und kommen an Primosten vorbei. Die Zeit, wir wollen die Meteora-Klöster in Griechenland erreichen, treibt uns weiter. Wir erreichen Trogir, die Geschichte der über 2000 Jahre alten Stadt, geprägt durch die Römer, ist faszinierend. Nicht weit von Trogir erreichen wir Split. Ankunft am Hafenbecken. Der Diokletianspalast ist direkt am Meer. Heute wird im Palast gewohnt. Man genießt auf den Stufen und bewundert die Altertümer. Bei unserer Weiterfahrt ergibt sich ein kurzer Einblick in die Cetina. Die Cetina mündet bei Omisch ins Meer. Piraten nutzten die Cetina, um Handelsschiffe zu überfallen. Heute finden wir Bootsbauer in Omisch. Sehr interessant, um zu verweilen und zu schauen.
Makassar-Riviera bestaunen wir schöne Buchten mit blauem Wasser. Wir freuen uns auf Makassar. Das Klima wird zunehmend mediterraner. An der Makassar-Riviera treffen wir auf die ersten Palmen. In Tucipi übernachten wir in der Villa Maria. Auf dem Weg nach Dubrovnik durchfahren wir das fruchtbare Nevredna-Delta in Bosnien-Herzegowina. Nach Durchquerung von Bosnien-Herzegowina erreichen wir Kroatien, im Hintergrund die Insel Pelješac. Wunderschöne Insellandschaft fahren wir in Richtung Dubrovnik. Die Pelješac-Brücke bringt uns in den neuen Hafen. Hier am neuen Hafen nehmen wir Quartier im Hotel Adria. Von hier aus starten wir mit Fotoapparat bewaffnet einen Rundgang durch die Altstadt von Dubrovnik, die Perle der Adria.
Am nächsten Morgen Blick auf den neuen Hafen von Dubrovnik und Abfahrt. Es geht weiter nach Süden Richtung Montenegro.